Kennt ihr einen Menschen, der vor Gier und Panik, dass es ausverkauft sein könnte, das Produkt, das Falsche bestellt? Nee, jetzt schon. Hallo, it's me, Bibi. Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und nochmal, Bibi. Die Videos werden nicht kürzer, weil du schneller sprichst. Willkommen zurück auf meinem Kanal und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für alle, die neu mit dabei sind, ein wundervolles Willkommen, so ganz so besser, weh. Ja. Hier wird gerne österreichisch-englisch gesprochen, ja. Bitte, einmal normal, geht das? Wie auch immer, lasst uns anfangen, an denen liegt's nie. Nie liegt es an ihnen, dass du nicht anfängst, nur an dir, aber egal. Wir fangen jetzt an. Die Geschichte dahinter ganz kurz. Du versuchst es kurz zu halten. Ja, bitte, danke. Manny Muir hat jetzt seine Luna Beauty Make-up-Linie und hat sich zusammengetan mit der Laura Lee und die haben zusammen die Fool, irgendwas Fool heißt sie. Ich habe es mittlerweile sogar vergessen, wie es heißt. Die Limited Edition, eine Eyeshadow-Palette und eine Blush-Palette rausgebracht. Kathi war die erste, die die Review dazu gemacht hat. Die Kathi von Contra Junkie. Ich verlinke sie euch gerne in der Infobox. Und ich wollte, wie das rauskam, dann gab es auch noch einen Code von der Kathi, um das günstiger zu bekommen. Bibi, zack, boom. Sofort auf Purish gewesen. Habe bestellt, habe es erhalten, habe die falschen Sachen bestellt. Ich habe jetzt hier, ja, wer lesen kann, ist von Vorteil. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier die Nude Prism Eyeshadow Palette von Luna Beauty und die Nude Prism Blush Palette von Luna Beauty. Es sind, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, zwischen all den Sachen, die ich so habe, die einzigen Luna Beauty Produkte, die ich habe und die ersten, die ich teste. Und ihr bekommt heute ein kleines Frisuren-Special. Nichts Großartiges, was Einfaches, was ich eben auch machen kann. Aber ein paar haben sich's schon gewünscht früher. Jetzt wurde ich wieder darauf angesprochen, aber dachte, jetzt baue ich das auch ein, damit das endlich auch vorkommt, dass ich eine Frisur mache. Dass auch ich Frisuren machen kann. Und schon wieder, bla bla bla, mach weiter. Anfangen möchte ich mit den Augen. Wie ihr seht, Augen sind schon geprimed. Ich habe dafür den MAC Pink Potent Soft Ochre genommen. Die Palette, ich finde das Packaging so schön im Luna Mjond. Das ist aus dem Papierniveau erhaben. Also es ist gehoben, man spürt es, die Pflanzen rundherum auch. Ich kann euch nicht sagen, welche Pflanzen mit Blumen kenne ich mich nicht aus, bin allergisch auf sie. So sieht sie von innen aus. So, ich kann das besser. So. Was ich mag, ist, dass sich das mit dem Spiegel, der Teil hier, umklappen lässt, weil man kann das dann im Prinzip auch so hinstellen, so, und dann so arbeiten mit dem Pinsel drinnen, falls ihr versteht, was ich meine. Ich glaube schon. Spiegel hat sie auch. Ihr habt 18 Lidschatten drinnen, 12 matte und 6 Schimmerfarben. Ich habe nicht eine angetastet, habt ihr gerade gesehen. Ich bin echt selber total nervös. Und zur Blush-Palette kommen wir nachher. Auf jeden Fall ist es eine sehr, ich sag mal, nudige Glam-Palette. Perfekt für Alltagslooks, wenn man mehr Nude-Looks mag und so weiter. Aber man kann sicher, allein die Schimmerfarben, bombastische Glam-Looks damit zaubern. Also, da ist ein so schönes, dunkles Weinrot. Ein mattes. Ich finde ihn so schön. Er hat sich wunderschön weich angefühlt. Wow. Dieses Rot schreit meine Farbe. Ich glaube, Swatches brauche ich jetzt nicht groß einblenden von 18 Lidschatten. Falls ihr in Zukunft Swatches haben wollt von mir, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich mache es. Aber ich denke mir, Swatches findet man so schnell auf Google mittlerweile. Und ja, aber wenn ihr sagt, ihr wollt sie lieber von mir sehen, dann euer Wunsch ist mir Befehl. Oh Gott, somebody get me out of this. Ich gehe auf jeden Fall erst einmal in eine Übergangsfarbe. Ich glaube, es wird ein weinrotes Smoky Eye. I think so. Ich gehe als erstes in die Farbe Wipes und setze mir die in die Crease.
Und da es smoky werden soll, muss es auch nicht großartig genau sein. Und eine wunderschöne nudige Farbe. Eine perfekte, ich finde, das ist so eine perfekte Crease-Farbe. Ich finde all diese Farben da oben, also, aber da oben ist so perfekte Crease-Farben. Also die lässt sich schon einmal schön auftragen, schön ausblenden. Als nächstes gehe ich in die Farbe, wie heißt sie? Sakura. Setze ich mir auch in die Crease. Aber nicht so hoch wie die andere. Aber blende es gleichzeitig auch in die andere. Ja, also Pigment ist da, Blendbarkeit ist da. Jetzt gehe ich in diesen Bloom for You. Oh, Pigment ist auf jeden Fall da. Und setze mir den aufs ganze bewegliche Lid. Das ist so ein schönes, dunkles Aubergine, dunkel Weinrot. Ich habe keine Ahnung. Wow. Ihr seht die Farbe, oder? Eine wunderschöne Auberginefarbe. Love it. Wow, wenn man die aufbaut, wenn man sie aufbaut, wird es noch schön, wird es noch dunkler. I think I like it. Blende jetzt mit dem anderen Pinsel, mit dem ich den zweiten Lidschatten raufgegeben habe. Wer tut, macht und die Aufnahme unterbricht. Hallo, it's me, Baby. Ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich habe mir das ja aufgebaut, ausgeblendet, habe bemerkt, dass er. Aber das ist bei solchen Farben oft der Fall und schwierig und egal welche Preisklasse, solche Farben lassen sich manchmal neigen dazu, patchier zu sein, neigen dazu, schwieriger zu verblenden sein und so weiter. Aber Blending ist the key, was Augen-Make-up betrifft. Bei mir, also ich für mich persönlich finde Blenden ganz wichtig. Nehme ich mir gerne auch Zeit dafür extra. Also im Alltag jetzt nicht, deswegen gibt es im Alltag solche Looks jetzt nicht von mir. Aber wenn ich auf eben Partys, Feierlichkeiten und so weiter gehen würde, dann würde ich mir die Zeit nehmen, um das Augen-Make-up wirklich schön zu verblenden. Gehe jetzt, um das noch besser verblenden zu können, wieder in die Farbe Sakura. Das war die mittlere Farbe, die ich genommen habe, die zweite. Und gehe nochmal drüber. Ich lieb's. Jetzt nehme ich einen anderen Blendepinsel und gehe in die Farbe Bär. Er ist kein bonefarbener, ganz heller, bonefarbener Ton, weil ein Stich leicht Rosé drinnen ist. Und mit dem blende ich jetzt das oben leicht aus. Ja, für mich hat das soweit eigentlich ganz gut funktioniert. Ich mache schnell das zweite Auge fertig, mache meine Base fertig und wir sehen uns gleich wieder. Okay? Au Mama! I don't know what you're talking about, but my gut says no. So, ich bin doch wieder da. Eins möchte ich nämlich noch machen. Ich möchte ins Schwarz gehen in der Palette. Die Farbe heißt Deeper. Und den möchte ich mir nur am Lidkranz, Wimpernkranz direkt raufgeben, damit der noch tiefer wird, falls ihr wisst, was ich meine. Also ich mache da keinen Cat-Eye-Effekt oder so, sondern wirklich nur am Wimpernkranz grob und ich blende es gleichzeitig in das Weinrot hinein. So wird der Wimpernkranz gleich verdichtet und ja, das Smokier wird noch smokier.
jetzt wieder den Pinsel von vorher, gebe aber kein Produkt drauf und verbinde das Schwarze, also wirklich nur dort am Teil beim Lid, wo ich das Schwarze raufgeblendet habe. Ich glaube, man erkennt den Unterschied, oder? Oh ja. Oh, all right, if you say so. So, da ist sie wieder. Nein, ist sie nicht. Da ist sie wieder, mit offenen Haaren. Die müssen nämlich trocknen, damit ich euch die Frisur nachher überhaupt zeigen kann, die ich mache. Auf jeden Fall. Ja, die sind noch sehr nass. Hui, hassa, fiesta, fiesta, mexicana. 17 Jahre blondes Haar. Ja, 70 Jahre graues Haar. Da ist sie wieder, beruhigt sich auch wieder. Und wir machen weiter mit der Under-Eye-Area. Ab und zu kommt ein Österreicher, Sachse, Österreicherin, Sachse aus mir raus, Sachsen, Sachsen. Jetzt geht's weiter mit der Under-Eye-Area, aber bevor ich mit der anfange, tue ich mir die Wasserlinie mit einem schwarzen Kajal. Ist übrigens mein Lieblingskajal von Urban Decay, die 24/7 Glide-On Eye Pencils. Den setze ich mir auch gleich an die untere Wasserlinie. Und auch nur irgendwie, muss jetzt nicht schön sein, genau sein. Warte, bis du wieder hinschaust, Bibi. Als nächstes nehme ich so einen ganz flachen Pinsel, halt dünnen, flachen, gehe in das Schwarz hinein, klopfe es lieber ab und das setze ich mir an den Wimpernkranz, tue damit mehr oder weniger den schwarzen Eyeliner noch zusätzlich ausmoken. Wow, okay, genug des Gute, ist schwarz genug. Nehme jetzt einen Pencilbrush, gehe in dieses Weinrot wieder rein und mit dem blende ich mir grob irgendwie den schwarzen aus. Jetzt nehme ich einen Fluffy Pinsel und mit dem gehe ich, und wie gesagt, dadurch, dass ich Smoky mache, ist es mir relativ egal, wo das überall hinkommt. Aber es ist halt auch in meine Linie, das ist nicht schön. Jetzt hast du ein blaues Auge. Das hast du verbockt, Frau. Ich liebe diese Art von Smoky Eye. Ich liebe sie. Jetzt wimper ich mir die Dusche und ja, ich nehme wieder. Wimper ich mir die Dusche, das stimmt was nicht. Ich dusche mir die Wimpern. Gehe dafür wieder in die Catrice Pure False Lash Beyond Black Mascara. Wimpernzangen tue ich sie nicht. Come on, man. Weil ich False Lashes raufgeben werde. Für die unteren nehme ich die Lancôme Hypnose in Waterproof. Aber da tue ich nicht viel. An den Inner Eye Corner, da ist so ein schönes... Auf den ersten Blick könnte man glauben, die sind sich alle ziemlich ähnlich, die Schimmerfarben. Vor allem die zwei, finde ich, sehen sich ziemlich ähnlich. Aber ich glaube, wenn ich euch die Palette weiter vorgebe, so, sieht man, dass sie relativ verschieden sind, die zwei, und das Dieses hier, das ist so ein Rosé-Schimmer. So sieht er aus. Wenn man fester reingeht, sieht man, dass er doch relativ leicht, nicht sehr leicht, aber relativ leicht gepresst ist. Ich bin jetzt mit dem Pinsel rein und ihr seht, das ist da, wenn man so rein, ist das richtig weich. Das ist eine sehr schöne Farbe und die setze ich mir an den Inner Eye Corner. So lang herum für den Inner Eye Corner. Wow! Bibi gerade vollends befriedigt. Das
Das ist eine so schöne Farbe. Ich muss mir ganz schnell Augenkacke entfernen. So, und jetzt darfst du erklären, was Augenkacke ist. Augenkacke ist dieses schleimige, dieser Pfropf, der sich da drinnen bildet. Und bei mir leider sehr viel, weil meine Augen so rinnen. Genau, und bevor ich vergesse, weil jetzt sind wir mit der Lidschattenpalette, bin ich soweit fertig. Die Matten haben sich, also diese zwei haben sich wunderschön ausblenden lassen, wie die meisten, ich sage jetzt Erdtöne dazu, nudigen Töne sich austönen lassen, ausblenden lassen und Dings. Der war natürlich etwas schwieriger. Es hat ein bisschen gedauert, das Ausblenden von diesen Auberginen, Dunkel-Auberginen, dunkelroten, wirklich wunderschönen braun-rot, dunkelrot Auberginen. Ihr seht es an den Augen, ich kann das nicht erklären. Beruhige dich. Aber er hat eine Wahnsinnsfarbabgabe und bei diesen Farben ist es oft so, dass man mit Verblenden ein wenig braucht. Und wenn man diese Farben nutzen will, man sich auch ein bisschen Zeit nehmen muss, um sie zu verblenden. Du musst noch Wimpern kleben. Once. Twice. Three times a lady. An exorcism is in order. So, damit die Haare ein bisschen mehr Zeit zum Trocknen haben, weil es sind einige. Übrigens tue ich meine Haare gerne in Dutt, weil ich Naturlocken habe. Und wenn ich sie in einem Dutt mache nach dem Waschen, haben die Locken nicht so viel Chance, sich so auszubilden, wie sie sein könnten. Das ist der Grund, dass ich gerne Dutt trage. Und auf jeden Fall Dutt hin, Dutt her. Bei den Haaren sind wir noch nicht. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zur Blushpalette. Die ist genauso aufgebaut, nur in einer anderen Farbe. Die andere ist eher peachig, peachig, movig. Und diese ist so violett, blau, so Nachthimmel, blau. Fang jetzt nicht an zu erklären, du kannst es eh nicht, wann der Himmel wie ausschaut, Frau. So, auf jeden Fall auch mit dieser erhabenen Prägung, Stanzung, Dings. Beide sind übrigens Pappverpackungen. Auch diese kommen beide auch mit so einer Schutzdings drauf. Auch mit Spiegel. Die lässt sich auch so umknacken. Knacken. Knicken. Und sie hat 6 Blushfarben. Wobei ich irgendwie, ich weiß nicht warum, ich glaube, dass das ein Bronzer sein soll. Für einen Bronzer aber ein bisschen zu hell, also zumindest für mich jetzt, ich kann ihn als Bronzer, und zu sheen, also zu viel Glow hat der drinnen, aber es könnte ein nein. Ihr seht das, glaube ich, das ist wirklich auch ein Blush. Was ich gar nicht mag, der hat Glitzerpartikel drin und der rosane scheint auch so ein Sheen zu sein, der pinke, der mega pinke da oben. Und genau, und diese, der Blaze Beauty Pink Prince und Peachy, diese sind matt. Da sehe ich keinen Sheen oder Glitterpartikeln drinnen und so weiter. Ja, ich werde mir mischen. Nein, ich werde erst mein Gesicht bronzen. Den Nabla nehme ich wieder, den Skin Bronzing in der Farbe Embra. Embra oder Embra? Embra. So, ich habe übrigens oben die, ich habe jetzt echt lange die Maybelline Skinny Mini, nicht Skinny Mini, 24-Hour Skin Tint. Wow. Die hatte ich die ganze Zeit die letzten Male oben und habe gedacht, ich möchte endlich wieder, weil ich sie eigentlich sehr liebe, die Dior Forever Skin Glow nehmen. Die habe ich oben. Abgepudert habe ich wie immer mit dem Laura Mercier Puder. Oh, ja, wo war ich? Ich habe angefangen zu reden, was ich oben habe. An besseren Tagen an meiner Under Eye Area, so wie jetzt, die ist, ich sag mal, feuchter. Bei mir ist schon lange nichts mehr feucht. Bei mir ist an der Under Eye Area schon lange nicht mehr richtig feucht. Nicht mehr richtig feucht, sehr trocken meistens und so weiter. Aber wenn es bessere Tage gibt wie heute, nutze ich gerne den an feuchteren Tagen eben den Born This
Das wird auch nicht besser mehr. Den Born This Way Concealer, den Multius Concealer, und wenn es trockenere Tage sind und ich mich schminke und ich sage immer schminken muss, wenn ich irgendwo hingehe oder Lust habe und so weiter, weil das habe ich dann eher wenig, wenn ich weiß, dass alles so ausgetrocknet ist, dann nutze ich gerne am liebsten den Sea Power von Tarte, den Sea Power Flex Concealer. Da muss ich mir endlich auch einen dünkleren besorgen, weil der passt jetzt zurzeit nicht und das nervt mich total. Irgendwie hat das gerade geklungen mit feuchter und trockener, als ob du Werbung für OBs machen würdest. Und ganz vergessen, als Primer hatte ich heute oben den Endless Pearls von Catrice und wieder auch den Soft Glam Filter von Catrice, weil ich wissen will, wie sie auch mit anderen Foundations funktionieren. Ihr seht, es professionell geht hier nicht. Definitely. Da bei mir aber schon so viel los ist im Gesicht, werde ich mir jetzt die drei leicht zusammenmischen und schauen, dass ich eher einen natürlicheren Blush-Farbe hinbekomme. Natürlicher. Eine natürlichere Blush-Farbe hinbekomme. Das sind, diese drei sind sehr sanft und ich glaube, für jeden Look kann man die nutzen farblich. Lassen sich auch schön einblenden. Die Farbe gefällt mir auch, mit der kann ich leben. Ja. Ich habe übrigens da rote Flecken, wie ihr sehen könnt, weil ich vorher Nase geschnaubt habe. Du hast Nase geschnaubt, du bist 6. Ich habe Nase geputzt. Das klingt irgendwie nicht besser, wenn du das sagst. Abschwächen lassen. I don't know. Abschwächen. Ja, und schon bin ich glücklicher. Das kann man bei mir auch nicht ändern. Ich bin nicht dieser Blush-Mensch. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Bin ich aber froh, dass ich eine neue Blush-Palette habe. Oh ja. Und ich freue mich schon, an anderen sie zu nutzen, ich weiter zu testen, weil sie echt schöne Farben hat für den Alltag, wenn man was Knallrigeres will. Ja, stellt euch vor, da vorne so ein Inner Pop, wie das Hirn funktioniert manchmal. Da ein Inner Pop, ein pinker Glitter als Inner Pop Eyeshadow, da diesen Blush und ein zartes Gloss, Rosé-Gloss und mehr nicht, False Lashes, Wimpern, molto bene. Eventuell einen schwarzen Eyeliner, mehr muss man nicht machen, das ist toll. So, ja, ich tue jetzt ganz schnell auf die Lippen den Fenty Beauty Liquid Lipstick in der Farbe Ankhaft. Davon möchte ich unbedingt, gibt es die überhaupt noch? Ich muss schauen. Ich hatte noch eine Farbe, das war so ein dunkles Lila, ich weiß nicht mehr wie es heißt, das habe ich meiner Schwiegertochter geschenkt, weil es an mir gar nicht gefallen hat. So, das war's, mehr ist es nicht. Ich liebe die von Fenty Beauty, diese Liquid Lipsticks. Als Highlighter nehme ich wieder den Cheek Affair Highlighter, den ich glaube End of Friendzone. Der Highlighter hat es mir ein wenig angetan, der gefällt mir sehr. Ich mag den total. Oh Gott, das wird, was du willst, Haare machen. Ich werde sie nicht glätten und nichts, weil wir kriegen morgen 32 Grad und da sind diese Glättung ist da. Glättung? Heißt das Glättung? Oh ja, Haareglättung. Haarglättung. Egal. Auf jeden Fall, das Glätten wäre für mich. Oh Gott, ich hoffe, ich kann mich gut hinsetzen, dass ihr seht, was ich mache. Ich bin nicht der Frisuren-Mensch. Es sind einfache Frisuren, die ich mache, wenn ich sie mache. Ich bin auch nicht der große Interesse an Haare-Mensch. Gar nicht meins Haare. Eklig. Haare. Eklig. Ich hoffe, ich kann es gut erklären. Ich hoffe, man sieht es gut, weil ich werde wahrscheinlich gleich nicht mehr viel sehen, was ich da mache und aufhöre. Auf jeden Fall mache ich es. Bei offenen Haaren fange ich an. Ich mache nachher einfach einen Dutt. Ihr könnt... fangen wir mal an und dann erklären. Ich nehme so... von den Augenbrauen, wenn man startet, so rauf, damit das alles, teile ich mir das ein. Die Haare so in einer Linie mit den Augenbrauen eben da. Ihr könnt es auch mit so, na wie heißen diese Dinger? Stielkämmern und so weiter machen. Übrigens diese Frisuren habe nicht ich erfunden oder auf die Idee kam ich. Ich bin zwar ziemlich kreativ und lieb Make-up und so weiter. Aber wie gesagt, bei Frisuren bin ich raus.
interessiert mich nicht. So, bis dann nach hinten sieht man was. Und bitte verzeiht die ganzen grauen Haare. Ich gehöre wieder zum Friseur, aber ich meide es im Sommer beim Friseur zu sitzen. Ich habe keine Ahnung, was ich da aufführe. Ist das eine Linie, Bibi? Das ist nicht wirklich eine Linie. Ich unterteile mir das hier. Ich habe keine Ahnung, was ich aufführe. Au! Nein, das Blöde ist, noch besser funktioniert es bei Menschen, die auf beiden Seiten gleich viel Haare haben. Das habe ich nicht. Ich habe hier vorne generell nicht mehr so viel Haare. Ich glaube, durchs ewige Duttmachen und Zopfmachen, was ich ja seit meiner Jugend mache gerne, ist auch meine Stirn immer höher gewachsen. Ich habe mir viele Haare wahrscheinlich selber ausgerissen, nur so besser. Ich meine, wie schaust du aus beim Frisuren machen? Wurscht. Der Rest der Haare, den tue ich einfach nur für derweil mit einer so Zwickspange da weg. So, damit sie mich stören. Das stört aber, Bibi. Okay, noch eine Spange. Es gibt eine Zuschauerin, die mich beim letzten Video darauf angesprochen hat. Und ich habe mir gedacht, so, ich tue jetzt den Gefallen und mache die Frisur, die sie sich gern gewünscht hätte, dass ich sie mache in einem Video. Ich glaube, ich habe es so halbwegs erklärt. Und ich habe eine eigene Kommunikation mit ihr. Ich weiß auch nicht, wann das angefangen hat. Ich habe es auch, glaube ich, erst sehr spät entdeckt, aber sie schickt mir gerne ein besonderes Smiley und ich schicke es einmal auf diesem Weg zurück. Und zwar die goldene Mitte. Nur für dich, der kleine goldene. Nur für dich. Ich habe keine Ahnung warum und weswegen. Ich habe nie darauf geachtet. Ich habe nur gemerkt irgendwann, hey, die schickt mir Mittelfinger. Aber immer mit Herzen dahinter und Lachsmilies. Ich fand das mega. Dann unterteile ich das in zwei Hälften. Wie ihr seht, wäre ich kein Mittelscheitelmensch, überhaupt nicht. Also hier entlang der Augenbrauen unterteilen. Bis daher circa mache ich das, nicht ganz nach hinten. Weiß nicht, wie ich erklären soll. Bis daher halt, ich glaube, man sieht es eh bis wohin. Also ich tue es bis dorthin, wo der Dutt nachher kommen soll oder ein Zopf, man sich einen Dutt macht, einen Zopf, was auch immer man sich nachher macht. Das unterteile ich jetzt auch in zwei. Der muss derweil auch irgendwo hin. So, und fange mal hier an. Mache hier einen Zopf. Von oben runter. Das Video wird wieder mega lang. Macht es besser als ich und tu das unten gleich entwirren, falls ihr auch lange Haare habt. Dann messe ich, wo ich es nachher so ungefähr hinhaben will. Der wird dann hier reinkommen. Also kann ich, wartet, hierher. Kann ich es bis daher eigentlich wieder aufmachen. Tu das, ich habe so kleine, ich zeige es euch gleich. Ich habe so kleine Gummiringe, so, ihr kennt sie sicher auch, diese kleinen Scheißerchen da. Mache ich auf der Seite auch schnell. Ja, und warum unten gleich entwirren bei langen Haaren den Zopf, weil sonst flechtet ihr unten mit. Jetzt zeige ich euch mal die Gummiringe. Ich habe sie vom Dipper, die gibt es aber auch, glaube ich, beim DM, in Friseurbedarfsvideos, nicht in Videos, in Geschäften. Das sind diese ganz kleinen, die gibt es meistens in ganz vielen Farben. Ich habe sie auch hier in ganz vielen Farben. Nehme diesen Teil mit dem Zöpfchen hier. Ihr seht, es ist zu lang gemacht. So. Falte mir das Zöpfchen dann nach hinten zusammen mit der schräg gegenüberliegenden Hälfte und mache mir mein Gummiringel drüber. So. So, ich mache es dann so, dass ich meistens dieses, was ich auf den Zopf gegeben habe, dieses hier, runtergebe, weil ich brauche es ja nicht wirklich. Jetzt habe ich das kaputt gemacht. Ziehe mir das da ein bisschen fest zusammen. So, das gleiche mache ich auf der Seite, so schräg rüber. Das schaut natürlich besser aus, wenn man nicht so grau ist wie ich. Oder man ist ganz grau, schaut es auch gut aus. So schaut das ja aus, komplett fleckig, dreckig. Was soll ich tun? So ist das jetzt, so nehmen wir das jetzt. Da mache ich dasselbe. Jetzt schneide ich das auf. So.
Watzi Zuckerpuppe. Sie spricht nicht mehr wie eine Fünfjährige, sie macht auch Frisuren wie eine Fünfjährige. Die restlichen Haare kommen jetzt ungefähr an die Höhe, wo wir das am Anfang, bis wohin wir es am Anfang da hinten unterteilt haben, kommen entweder in einen Zopf, und das kann man sich ja selber aussuchen, wie weit hinten man das will, in einen Zopf, also ich mache es so, ihr könnt sie jetzt doch eigentlich glatt auseinander und die zwei Zöpfchen lassen, kommt drauf an, wie es wer will. So, oi, oi, oi. Dann, ich mache mir jetzt nur einen einfachen Dutt. So, diesen Dutt werde ich, also ihr macht, ihr könnt euch das natürlich schöner machen. Ich mache das jetzt einfach nur, um es euch zu zeigen. Ich tue ihn anschnalzen. Anschnalzen tust du ihn nicht anschnallen. Den Dutt mit so Haarnadeln. So, jetzt nehme ich diese zwei, ziehe sie nach hinten, hallo Philo, und tu sie auch noch um den Dutt herum. So, hallo Philo. So, wie gesagt, ich bin ein Make-up-Kanal, kein Haarkanal, deswegen kann ich Haarfrisuren, also Haarfrisuren, Frisuren nicht so toll zeigen wie jemand, der ständig Haare macht oder sich gut. Vor allem ist es aufgrund meiner Hand ja für mich auch eine Spielerei, die sehr nerven kann, oft. Oh. Ah, ne, du musst noch, du hast vergessen, dein Haarspray fürs Gesicht, Frau. Oh. Haarspray im Gesicht ist oben, jetzt kommt Haarspray in die Haare. Wenn man eben diese fliegenden Haare, ich habe halt da vorne, ich nenne sie Schamhaare, liebevoll, weil meine ganzen weißen Haare da vorne kräuseln sich, wie sie wollen und so weiter, kann man da Haarspray drauf. Und dann, ich tue es mit so einem Dopierkamm, tue ich das einfach nur, da habe ich mir, wie ihr seht, nicht viel Mühe gegeben, da ist alles zu locker. Egal, mit Haarspray kleben wir das an. Es bleibt nicht, was soll ich tun? So. Ihr natürlich, wenn ihr diese Frisur nachmachen wollt oder bei euren Kindern machen wollt, ihr gebt euch bestimmt besser Mühe und euch liegt das auch mehr. Und ja. So, das war's von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, je nachdem wann ihr schaut. Fühlt euch ganz fest von mir gedrückt. Ich schicke euch ganz viel Liebe, ganz viel positive Energie und Küsse. Ihr wisst, Küsse. This bitch can't be serious. So, und wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like. Ja. Und, liken. Abonnieren soll ich nicht, oder was? Durch. Und ihr könnt jederzeit gerne, würde mich sehr freuen, meinen Kanal abonnieren. War das ein ganzer deutscher Satz oder ordentlicher? Nee. Aber ja, so ist es. Tschüss. Ja, vielleicht schauen sie es, wenn sie schlafen gehen, und willst du sie nicht anschreien? Du hast die ganze Zeit, hast du reingeschrien ins Mikro. Sing Halleluja, singing, sing Halleluja, singing. Ja, yeah, sing Hallo, sing Hallo. Du kannst nicht 17 Stimmen übernehmen alleine. Hallo, ich bin's, Kermit. Oh, oh. Falscher Pinsel. Was hast du jetzt gemacht, du Idiotenkopf? Ist das halbwegs gleich? Nö. I don't give a fuck. Aber das Fallout war nicht so arg. Merke ich gerade, jetzt hast du dich unnötig. Das Fallout war gar nicht so schlimm. Jetzt darf ich noch einmal einen mir, weil du deppert bist. Oh Jesus, ja, schön in die Beine schmieren. Send me an angel. Send me an angel right now, right now. Doo.
sweet dreams are made of these. Who am I to deserve? Hallo? Nein. Wir machen jetzt ein kleines Päuschen, das haben wir uns verdient. Wir haben beide Augen fertig. Nee. Nee. Das sind eindeutig Freddy und Jason, Bibi. Das sind Freddy und Jason. Du könntest deine Augenbrauen für Horrorfilmaufnahmen herborgen. Ihr werdet das Zeitliche segnen. Ich sag's euch auch nur so. Das Zeitliche. Ich will mich nicht mehr. Da fallen mir auch gleich die Pinsel runter wegen euch. Da werde ich aber, bevor ich mit der Unter... ordne dich und deine Gedanke. Donge. Nimm jetzt so einen flachen schwarzen. Warte, das war ja richtig. Du bist eine Idiotin. Das ist zu viel für dich, gell? Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, zweimal. Ich wünsche euch zwei wundervolle Abende.